Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit Matt Chris. Heute habe ich für uns einen Kanal, den ich weiß gar nicht, ich glaube, den hatten wir noch gar nicht, ne? Ist eine Premiere. Wird jetzt ein kleiner Zungenbrecher für mich sein. Sinister, das geht noch. Slois. Sinister Slois. Slois, ja. Ich krieg's nicht auf die Reihe, keine Ahnung warum. Ich hoffe, der Kanal ist gut. Ich hoffe, die Compilation ist gut. Ich gehe mal schwer davon aus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die in meiner Liste da irgendwie drin habe. Aber ja, schauen wir mal rein. Ich wünsche uns viel Spaß. Ich bin gespannt. Hier ist Sinister Sloiths. Ja, Sinister Sloiths. Was haben wir denn hier? Die am meisten gruseligen Videos, die uns verstören werden. Schauen wir mal rein. Hier ist Sinister Sloiths. Blake Smith. The very first entry on today's list will actually be a combination of three separate videos, all okay. Published on YouTube by user Blake Smith Gaming Blitz. At the beginning of the first video, Blake Smith Gaming Blitz explains that he is home by himself and explains that he heard crying noises coming from his basement. Ooh. Before venturing down, he tells us that he previously called the police for a previous incident in which they found wet footprints while down there. When he goes, okay, hört also Geräusche oder Wimmern oder was auch immer aus seinem Keller. Hat auch die Polizei gerufen und die haben tatsächlich rote Fußabdrücke gefunden. Down, we can hear chilling sounds of a woman crying, while Blake calls out for an answer, but gets no response. Hello? 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 In the second video, he manages to go into the basement and place his camera in the corner of the room. Also ich hab's auch gehört, ne? Das war tatsächlich so ein Wimmern und so ein Weinen wie von einer Frau, das stimmt. A few moments later, and the same noises can be heard once more, sounding almost otherworldly and definitely bone-chilling. Es wäre geiler, wenn der Hintergrundsound nicht wäre, ne? Dann könnte man das auch besser hören. Oh wow, da rutscht was hin und her. Hört sich ja wie so ein Babygeschrei oder sowas, ne? Then in a third video. Then, da hat einmal die KI-Stimme ausgesetzt. Da war dann die Originalstimme zu hören. So published the day after the second video, he walks into the basement after hearing the crying again. Hello? Mach doch mal Licht an, Freund. Ja. Licht an, oder du machst es kaputt. Some people in the comments. Sam, da war's schon wieder. Mensch, ja? Sprich doch einfach mit deiner normalen Stimme. Ob es jetzt eine Frauenstimme oder so eine echte ist, so egal. Eine Frauenstimme oder eine echte. Frauenstimmen sind nicht unecht. Aber das ist eine KI-Frauenstimme. Und
der Typ hat den Text eingesprochen. Und jetzt hat man gerade und davor auch kurz seine echte Stimme gehört. Kann er doch mit seiner echten Stimme einsprechen? Macht doch nichts. Fans have called this a fake, with some pointing out that he doesn't sound worried and suggesting. Ja, also ich finde, es ist fake an dem Punkt geworden, wo er nach unten gegangen ist und kein Licht angemacht hat. Da, ab da war es für mich fake. Klar, natürlich kann auch vorher schon alles fake gewesen sein und eingespielt. Vor allen Dingen der zweite Teil mit dem Babygeschrei oder was ich anhörte, wie so ein Schrei von so einem Dämon oder so. Hörte sich schon sehr künstlich an, ja. Ja, aber ab dem Punkt, wo er in den Keller geht und lässt das Licht aus, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, da verhält er sich nicht so, wie sich ein normaler Mensch verhalten würde, wenn das jetzt spontan wäre und echt, ja. Weil jeder von uns würde, wenn er dann Geräusche hört und geht in den Keller gucken, würde er Licht anmachen. Das ist einfach so, ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er so geil darauf ist, da ein Schattenwesen zu sehen in dem kleinen Lichtkegel mit seiner Taschenlampe, mit der er da rumgefuchtelt hat. Also das glaube ich auch nicht, ja, weil dann fände ich schon ein bisschen seltsam. Dass der da jetzt nicht vor Angst erstarrt und da, was weiß ich, da rumweint und ist alles so schrecklich und ich grusel mich so sehr. Wenn er das schon länger hat und länger erlebt, warum sollte er das haben? Dann hat er sich auch schon wahrscheinlich ein klein wenig daran gewöhnt. That it could be a Bluetooth speaker in the basement making all that noise. Vielleicht. Ja. Whatever the case may be. Er kann ja auch die Geräusche eingeschnitten haben. Das ist ja noch viel einfacher, als wenn er da irgendwie eine Bluetooth-Box stehen hätte. Ne? Also er kann ja auch die Sounds einfach einspielen. Ja? Also er kopiert die einfach rein, gut ist. Ne? These three videos are sure to get the hair on your arms to stand up. Ja, man hat ja nicht viel gesehen. Advil, was ist das? Similar to the last entry, the following two videos you are about to watch were published by the same person just days apart. The channel owner named Advil published the... Also legt jetzt hier Sinister Sloth, legt er jetzt hier einen Filter drüber über jeden Clip? Diesen leicht auf alt gemacht Filter? Muss ich sagen, könnte man überdenken, ob man das tatsächlich macht. Initial video on October 23rd, 2015, with the title House Haunted. As he walks around the room that is allegedly haunted, he verbally warns the ghost and calls out to see if anybody is there. Nothing happens for a while, giving the video a simple, eerie feel. That is, until the last few seconds. Okay. Take a look. Hello? Also auch jemand, der Geräusche aus dem Keller hört und so weiter, ne? So. Hello? To turn on the light. All right? Yeah, turn on. Hello? Hello? Was für ein aufgeräumter Keller. I heard something. Nothing? Das haben wir schon mal gesehen, glaube ich, ja. Vor Is anyone there? Ich habe jetzt gerade in diesem Moment drüber nachgedacht, weil wir diesen Clip schon kannten, was passiert jetzt da nochmal? Taucht da ein Schattenwesen auf? Ich habe jetzt nicht mehr an diesem Schrank gedacht und habe mich jetzt davor erschrocken, wie er sich bewegt hat. Gut gemacht. In the follow-up video, the man is once again heard calling out towards the basement before he hears a whisper which causes him to stumble in fear. But then, a few seconds later, something much more sinister happens. Oh, good, oh, good, oh, good. I heard some noises again. Hello? Hello. If you look carefully, you can just... Boah, innerhalb von einer Minute zweimal. Eieiei. Make out some sort of figure walking around in the basement, ja, da läuft's, which ne? instantly strikes fear into the channel owner. As this video has not had a third follow-up yet, it is safe to assume that the man has yet to do... Leute, ey, warum hab ich mich davor erschrocken? ...determine what has been going on in his house. Francisco González. Francisco Gonzalez published this video to his YouTube channel on January 24th, 2017. For the first couple of seconds, everything looks
perfectly fine as he records his dog playing around in their yard. But then the dog's behavior becomes much more aggressive and strange as the one dog begins to jump into the air trying to bite something. And then another dog does the exact same. The two dogs continue to do this. Wieso, vielleicht war da ein Insekt, ja, ein Insekt, was da flog. Which makes the next event easy to miss. Take a look in the background of this shot and see if you notice anything weird. Okay. Ja, das ist jetzt nichts, was mich da irgendwie jetzt... Ja, wer weiß, was die... Das ist ein Hund, wer weiß, was der jetzt gerade denkt. Da ist doch bestimmt ein Insekt. Oder wer will er in den Ast beißen? Babe, she was right there, baby. I saw her. Wen? Hold on. Wen hat er da gesehen? I saw her playing, baby. Hold on. In case you missed it, on the grass, there seemed to be some sort of a ghost-like girl walking around before vanishing completely. Was ist das denn? Something about this clip has a very authentic and realistic feel to it. Ja, also auch hier wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Sinister Sloyce nicht ihren Filter drüber oder ihr seinen Filter drüber gelegt hätte. Dann hätte man das vielleicht ein bisschen klarer gesehen. Was zum Henker glitscht sich da durchs Bild? Das Seltsame war ja, dass die Hunde überhaupt nicht geglitscht sind, sondern nur das glitscht. Vielleicht, weil es sich zu schnell bewegt. Keine Ahnung. Schwierig. Also auf der Linse war es nicht, weil als er die Kamera dreht, dreht sich das nicht mit. Also es bewegt sich anders. Ja. Schwierig. Ja, vielleicht war das ein Geistermädchen. Wer weiß. It doesn't look like anything could have been staged here, which makes the video as a whole feel that much more creepy. What do you think happened with Francisco and his dogs that day? Was there really a ghost girl walking around their yard? Ja, vielleicht. Weil er spricht das ja auch schon an während der Aufnahme. Also, wenn das jetzt auch, sagen wir mal, deren Kind gewesen wäre, was da über die Wiese läuft bei den Hunden und sie läuft halt sehr schnell und glitscht deswegen. Ich glaube nicht, dass er in diesem Moment auf die Idee gekommen wäre, so, oder sofort geschaltet hätte, boah, das sah aus wie ein Geist, ich spreche jetzt so darüber, als wenn das ein Geist wäre. Weil er hat ja so darüber gesprochen, wie ich habe da gerade was gesehen, hast du das auch so, ne? Also, das glaube ich nicht. Dafür ist mir das zu spontan, das Ganze. Ah, authentisch. Ja. Möglich, dass er da was mit der Kamera aufgenommen hat. Ja, doch. Tell me your thoughts in the comments. Möglich. Geistermädchen. User xxchilletfoutxx uploaded the following video to Sourcebook's subreddit, where you can upload and watch videos of anything regarding the paranormal. By submitting, you can be featured on a video exactly like this one. The uploader of this clip goes on to explain, quote, "A friend of mine that is now deceased captured this outside his house 2 weeks before he passed, which is totally unrelated. But still is freaky since it was in his driveway here on the outskirts of Carlsbad, New Mexico." Okay, also ein Freund, also derjenige, der das bei Reddit gepostet hat, von dem ein Freund, der jetzt verstorben ist, hat das außerhalb seines Hauses aufgenommen, 2 Wochen bevor er verstorben ist. Was total spontan war und irgendwie unabhängig davon, aber es ist trotzdem irre, weil das halt wie nennen sich das? Driveway, ja, da in der Auffahrt, ja, außerhalb von Carlsbad, New Mexico. Okay, in der Outskirts, ja. End quote. Watch the video and see the chilling event that Okay, mal gucken, was da passiert ist.
ist, glaube ich, müsste CCTV oder so sein, ne? Müsste, glaube ich, Überwachungskamera sein. Happens. Nee, doch nicht, er hat das selbst aufgenommen, okay? Aber, ja, das ist der Superglitch. Och, das ist ja eine doppelte, also das ist CCTV-Cam, aufgenommen vom Bildschirm. Ja, das ist ja, also... I don't know. Nein, das ist Glitch. Ist ja super Glitch da hinten. Ja, ja. Da geht halt jemand her. Das ist, wird geglitcht sein. Nee. Das ist kein Geist. Das ist auch nicht der Tod. Ja, es ist halt jemand, der da hinterher geht. Ja, was ist da los? In Superzeitlupe ist es Glitch. Herrschaftszeit. Ja. Der Glitch. The strange ghost apparition walks around the driveway before vanishing into thin air, which may make you think if this event was in relation to the uploader's friend's death. Something like this certainly seems incredibly strange. Das ist einfach irgendein Mensch, der da lang geht. Das hat auch überhaupt nichts mit dem Tod desjenigen zu tun, der das da gerade filmt. Also. But it also could have been nothing more than a creepy coincidence. Ja, genau. Most of the comments on this post agree that this seems extremely real and is absolutely terrifying. Do you have any explanation for what happened in this video? Do you Ja, hab ich. Ein Glitch. Think that this was a coincidence or not? As always, be sure to tell me your ideas in the comments section below. Ja. Ja, Sinister Slice, ja, kann man so sagen. hat mir sehr gut gefallen, die Compilation. Der Filter hat ein bisschen gestört, finde ich. Aber okay, macht nichts. Keine Stockclips zwischendurch. Das finde ich schon mal gut, weil die gehen mir nämlich auch manchmal richtig auf die Nerven. Und da waren ja jetzt zwei, drei gute Clips dabei, muss ich sagen. Das mit den Hunden, wo ich ja erst am Anfang dachte, boah, das wird ziemlich unspektakulär. War das Spektakulärste in der ganzen Compilation, ja. Mir hat's gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Sinister Slice und auch zum Kanal. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Gruseln mit Matt Chris, hier auf YouTube. Also, ihr könnt jetzt abschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif. Adios. Matt Chris is awake, taking a chance. He's got his headphones on, tuning into the screen, searching for the answers in his wildest dreams. With a flickering screen and a pounding heart, he dives deep into the dark, ready to restart. Every video he plays, every chilling